Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe mich langsam wieder beruhigt. Und ja, wir müssen dieses Mal in den Twilight. Vielleicht gibt es jetzt Sterben 2.0 oder 1.1. Kann man sehen, wie man will. Und ja, das heißt, ich werde jetzt mal mein Schematic ein bisschen umarbeiten auf Mining. Ich nehme auf jeden Fall mein Crossbow jetzt mittlerweile nach hinten. Passt auf, jetzt suche ich nicht danach, ne? Jetzt finde ich dann eins irgendwann. So, ach, da gibt es ja auch Lucius. Oh, da ist Jamion drin. Toll. Dann glaube ich, verfluche ich die Welt. Ich hab schon mal vor kurzem gesagt, ich bin mal gespannt, wann die Kühe ein Dach kriegen. Aber die können auch Freiluft. Ein Freiluftgehege. Irgendwann wird es ein Stall. So, was haben wir denn alles? Gott sei Dank sind die meisten meiner Sachen unbreakable. Ich habe es gerade an meinem Crossbow irgendwie gemerkt. Mein Crossbow brauchte eine Reparatur. Der war fast kaputt. Die Vanadium. Oh, die Ball. Halt, wo will ich denn hin? Ich will dahin. Meine Vanadium Bolts können ja Gott sei Dank nicht kaputt gehen. So, das heißt, wir müssen jetzt die lustigen Chunks ablaufen hier. Ich brauche jetzt nämlich die ganzen Shards, dass wir uns diesen Monitor basteln können. Hallo. Nutzi, Nutzi. Die stehen bleiben. Da entlang lad. F9. Das ist ein Ohrchunk. So, dann brauche ich jetzt mal eine Axt. Genau, hau mal weg. Ich möchte ein bisschen Luft haben. Wenn ich jetzt nach unten gehe. Lustige ist ja, dass der Twilight nicht so hoch ist. Nickel. Ich habe eine Nickelader gefunden. Cool. Nickelohr. Das war jetzt dann die Num 2, oder? Nee, Num 4. Nein. Okay. Num 3. Das ist eine Nickelvene in der. Nee, das ist definitiv die nicht. Violet Forest, das ist Garnerit-Vene. Gott. Kann ich aufbrechen. Garnier. Wenn ich das nicht falsch schreibe. B. Nee. Garniterite. Gesundheit. Gib mir mal bitte. Dirt. Mach mal mit Dirt. Und weiter. Ja. Es geht schon wieder los. Ich wollte mich schon wieder haben. So. Das ist jetzt Lied und Silber. Ich glaube, die habe ich alle noch nicht gesucht gehabt, ne? Ich bin jetzt das zweite Mal, glaube ich, im Twilight. Genau, das ist jetzt Galena. E minus Galena.
aus. Und weiter. Ich habe einen Leech Tower gefunden. Ich glaub's nicht. Weil ich jetzt einen bestimmt nicht brauche. Warte. Ah ja, das sind eine. Das ist. Nee. Das Lustige ist halt, die Leech Tower, die sind ja total harmlos. Denkt einfach an Medikopter. Also an den Kopter, an den Kopter-Rucksack. Kann ich noch richtig? Alena, der war da. Das ist ein Ohr-Junk. Und ja, dann fliegt er hoch. Und wenn ihr oben seid, geht er rein. Und dann haut er mit dem Rapier den Lich weg. Wie auch immer das Ding halten mag. Das ist eine Magnetitader. A-Magnetite. Wenn dass ich nicht mal mehr Fackeln hinmache. Ich auf jeden Fall, wenn ich dann wieder runtergehe, gleich Besuch. Ja, und ich brauche jetzt halt die Shards. Und das Lustige ist, ich finde meistens zwei ziemlich schnell und den dritten meistens gar nicht. Sehr schön, ich habe mal wieder ein Naga-Quartier gefunden. Naga-Quartier. Ja. Ich rede Blödsinn. Davon recht viel. Auf hier. Achso, das sind diese komischen Käfer. Ich habe nur gedacht, hier gibt es Blabberschlangen. Krank bin ich noch. Ja, schon wieder Spinnen. Wenn ich was nicht mehr hören kann, ne? Sind es Spinnen. Haben wir wieder gegessen. Wir machen ein kleines Feuerchen und machen hier B A minus Graphite. Nein, wir gehen wieder nach oben, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen diese Shards. Habe ich schon, glaube ich, ewig nicht mehr gemacht, ne, dass wir mal Erze suchen gehen. Da ist schon wieder ein gemacht. Faul. Merkt das schon. Oder ich habe vergessen, Waypoint anzulegen. Das kann auch sein. Olli Wein.
mal 3. Bentonite. Mach mal C. Bentonite. Also für die, die wo jetzt immer noch nicht wissen, was ich suche, ich bin jetzt gerade im Farmcraft in dem da. Und wir wollen uns das da bauen. Und dafür brauchen wir diese Aspekte. Und diese Shards findet man halt alle im Twilight. Genau, und da haben wir die ganzen Quests auch dazu, ne? Hier. Aqua, Terra, Ordo, Ignis, Perditio und R. Die brauchen wir. Und das Lustige ist, die schauen so ähnlich aus wie die da. Haben wir hier das letzte Mal schon so gefreut. Gehen wir mal in die Richtung. Bisschen weg von dem Dungeon da. Das Lustige ist, ich schau gerade in die Richtung. Ich sehe schon wieder einen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Naga killen, sondern diese komischen Dinger da sammeln. Toll. Schon wieder Bentonite. Egal, mache ich nicht mal einen Waypoint erstmal. Dass ich dann so intelligent bin und von dem einen Dungeon weg komme zum nächsten. So, Gott sei Dank. Hier schon wieder so ein schwarzes Männchen. Komische Blöcke rumschleppt. Aber das ist ja wirklich herzallerliebst, ne? Normalerweise finde ich diese Dinger sau schnell. Und heute gar nicht. Heute finde ich nur alles andere. Klar, wollen wir danach suchen. Können wir ja schon. Machen wir mal zu. E minus wenn. Oh, Niete, glaube ich, war das. Jo. Korrekt. Wieder keine Fackeln machen. So. Jetzt weiter. Ein Wildschweinchen. Ach ja. Ich sag's euch. Almandin. Und Saphir, okay. Ich glaube, das ist ein das ist die Almandine. Almandine, ja. Auch C. Almandine. Diesmal Fackel. Und wieder nach oben. Ich sehe das kommen, ne? Also ich täte halt gerne dieses schöne Ding mit euch in dieser Folge bauen. Aber der will nicht, dass ich die kriege. Toll. Das ist was ich ja noch gar nicht habe. Eisen. Gegen Copyright hätte ich ja schon mittlerweile schon gar nichts mehr. Na super.
Und das ist der zweite Nachteil. Was es hier Schluchten gibt, ne? Tja. Okay. Kann man, ja. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich wollte wegen dem flachen Gelände bleiben. Gehen wir mal näher an die Naga ran. Wenn nicht, muss ich mir halt immer schnell vorknöpfen. Hier runter. Nicht. So, wir haben jetzt das hier, wir haben jetzt das hier. Aber jetzt einfach vorbei. Jetzt bauen sie ja trotzdem. Wir haben jetzt aber egal. Es wird halt immer dichter, der Wald. Hätte halt gerne etwas flacheren Bereich, wo jetzt nicht so viel Forest ist. Ach, wisst ihr was? Ich schon da bin. Tschüss. Danke. Und mein Rucksack ist schon wieder voll. Ja, ist das schön. Aber das gibt uns wenigstens ein bisschen was. So, freie Viecher für freie Nagas. Ja, ihr mich auch. Wo muss ich jetzt hin, wenn ich jetzt nach Hause will? Portal ist da. Ja, gehen wir dahin. Gehen wir mal in die andere Richtung vom Portal aus. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Der Rabe hat mir auch keine Feder gegeben. Merkt ihr schon. So. Die Folge und die letzte Folge, die waren ein wenig fürs, die sind jetzt momentan ein wenig fürs Klo, hä? Also. Als Ding, ne? Also was man so erreichen könnte. Erreichen momentan gar nichts. Außer Spot. Mal die Schuhe da weg. So, das heißt, ich bin jetzt da. Heißt, wir gehen jetzt in die Richtung. Den Hügel gehe ich nicht rein. Ach, da sind auch Diamanten drin. Alles klar. Naja, das Problem ist, ich muss halt auch die Gebiete freischalten. Ein bisschen nicht so schön. Danke. Wenigstens habe ich die Federn jetzt schon bekommen. In einem Ortschank. Na klasse. Ich will da. Ich gehe erst in der nächsten.
wieder nach unten. Ja. Oh. Hier. Wird jetzt halt leider kommen. Ja, das merkt er, jetzt habe ich da einen Baum und schon ist da unten dunkel. Ich kann doch gar nicht so viel Pech haben momentan, dass ich überhaupt keinen finde. Was müsstest du gerne Garnierite? Garnierite. Das Kobalt und Nickel mit dabei, also es ist nicht gerade der traurigste und beschissenste, aber ja, es bringt mich halt leider gerade nicht weiter, weil wir halt diese Shards brauchen und wie gesagt, davon brauchen wir halt drei verschiedene. Das heißt nur lange nicht, dass wenn ich den einen habe, ne, dass ich die anderen zwei auch sofort finde. Ah, okay, ich bin jetzt da hinten. Ich möchte eigentlich jetzt dann in die Richtung laufen. Ja, mit der Feder. Genau, das wollte ich ja noch so leicht erwähnen. Diese Feder hat einen Vorteil. Das heißt, man kann sich eine Karte bauen. Und mit dieser Karte kann man dann hier in den, wenn man jetzt was ganz Spezielles sucht, also Gebiete, die kann man sich dann hier suchen. Und die zeigt dann die Karte an. Muss halt jetzt gerade noch ein wenig aufpassen. Okay. Jawohl, da komme ich jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht rein. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung. Das heißt, da muss ich erst noch vorher was killen. Weiß gar nicht was. Sumpfgebiet, glaube ich, war ich noch nie drin. Und go. So, wir sind schon wieder 23 Minuten unterwegs und nicht mal annähernd das gefunden, was ich suche. Das Einzige, was ich finde, ist in diesem Wald. Ich glaube, ich laufe gerade in dem Bereich, wo ich gerne was suchen würde. Ja, das schaut doch gut aus. Ein Häuschen? Auch im Twilight? Naga. Hat dein Häuschen aber an komische Stelle gebastelt. Und ich habe mal wieder eine Schlucht. So. Gehen wir mal in die Richtung. Da freust du dich, dass du endlich mal ein bisschen Flachland hast. Was ist? Naga und lauter Mulden im Boden. Oh, nicht schön, Leute. Auch nicht schon mit der Brown Limonite. Was soll denn der Käfer? Ah, das Brown Limonite. Und wieder auf und davon. Jetzt muss ich mal blöd schnell gucken.
Lied Galena Silver. Ja, der Film ist halt noch Lied. Aber steht hier irgendwas da? Aqua, 5 bis 35 im Twilight Forest, genau. Das ist halt sehr, sehr, sehr traurig, dass ich jetzt halt überhaupt kein Glück habe. Und zu keinem Glück kommt jetzt auch noch Pech dazu. Twilight Forest. Laufe ich mal wieder an dem Ding vorbei. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich wieder so ein scheiß Hügel kommt. Nee, da kommt jetzt so ein Dornending, das ist noch schlimmer. Da komme ich glaube ich auch noch nicht rein. Habe jetzt nur Nager gekillt, das heißt, ich komme jetzt bei den Leech mit rein. Hey, schon wieder Brown Limonite. Ey, ich kann mir bald ein Lager mit Eisen machen. B, A, minus. Ja, das ist halt leider noch immer noch ein bisschen nervig. Ich da jetzt gerade 146 Schaden gemacht. Tschüss. Sehr schön. Ist nicht so, dass ich. Also Zauberstäbe kann ich jetzt schon machen wie ein Blöder. Da habe ich jetzt Glück, dass ich halt. Ich muss. Da war der Chunk, ne? Da habe ich Glück, dass das jetzt hier drunter ist. Ja, witzig. Die alle Nagas killen, wenn ich jetzt unter jedem das finde, was ich suche. Schon wieder Spinnen. Nicht gefällt ist. Und richtig weit unten wird das jetzt mein erster leerer Chunk. Das wäre natürlich scheiße. Ja, es kann auch sein, dass in Naga-Dingern gar nichts drin ist. Sozusagen das volle Gegenteil. So, weiter. Wir werden es gleich testen. Mal hier noch mal ein. So viel Pech kann man noch gar nicht momentan haben. Fit. Ist klar. Diamantenader. Okay, dann habe ich wirklich Pech gehabt. Oder die Ader ist, ja, ich habe die Ader falsch angegraben, was vielleicht auch ein Graphitader ist. Kann auch sein. A minus Graphite. Macht er. Ich hätte schon mal wenigstens eine Ader finden können, aber gar keine ist halt ein bisschen eich wenig.
Gott sei Dank. Komm, sei nett. Gib mir wenigstens die ersten Shards. Ein nettes Spiel. Oh, Kohle. Ja, auch schon lange nicht mehr. Wobei, das ist gar nicht mal schlecht, dass ich jetzt eine Kohleader habe. Weil mir ist ja aufgefallen, dass mir drüben peu à peu aber die Kohle ausgeht. Weil dadurch, dass ich die ganze Zeit zu Coal Coke verarbeite und nicht mal so jenseits von 2000 hatte. Gott. Wieder in die Richtung. Passt aus wie so ein Portal. Aber ich habe momentan wirklich kein Glück mit Erzen finden. Das ist schlimm. Nether gesucht, nichts gefunden. Twilight jetzt seit Ewigkeiten und 3 Tagen. Also, das Schlimme ist, ich kann Diamanten verkaufen. Also, mein Minecraft-Männchen ist reich. Das ist, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, oder? Die dritte oder die vierte? Das ist die dritte vierte Graphitader, was wir gefunden haben. Die vierte. Ja, fast schlimm. Wenn man das, was man braucht, nicht kriegt, aber das, was man halt am wenigsten braucht, gerade wie Diamanten. Zu viel hat. Ich sehe schon wieder Nickel. Nee, das ich sehe Silber, das heißt Galena. Richtig geraten. Fackel B. B minus Galena. Wir gehen wieder nach oben. Frustrierend gerade. Das sind die Frustrierfolgen. In der Folge gestorben wie ein großer. Und in der Folge nichts finden. Da finden tue ich schon was, also das ist nicht so, aber ich finde nicht das, was ich will. Guter Lied. Halslied. Toll. Gehen wir jetzt am Ast vorbei, die Ader hier. Schlimme wird bestimmt sein, die werde ich dann brauchen, was sie mir jetzt am Ast vorbeigeht. Alter, weg hier. Du spinnst doch. Ich hab's doch zu heiß geröstet. Ich gehe kein Risiko ein. Tut mir leid. Twilight Hunde. Den Ohrschrank.
Schlimme ist ja, ich müsste nur eine einzige finden. Eine einzige. Sobald ich eine einzige finde, das sind, glaube ich, soweit ich weiß, dann Sachen drin. Dann einen weiterbringen. Hallo? Wieder keine Lust runterzuhüpfen. Erstmal da wenig zu machen. Merk schon, diese Tode war nicht gut für mich. Ich bin zum Schisser mutiert. Ist ein bisschen hell. Glaube, das war auch ein Torchberries, genau. Das sind die Dinger, die wir auch noch brauchen. Mach dich weg. Gib mir nicht auf den Keks heute. Rick hat einen schlechten Tag. Er möchte nicht mit euch spielen. Aber das ist lustig. Ich weiß nicht, ob das euch bei euch auch so ist, aber bei mir kommt das öfter so vor. Mal wieder ein Ortschank, der überhaupt nichts hat. Oder wieder daneben gegraben. Nee, aber wie gesagt, bei mir gibt es so Tage in Minecraft, da klappt einfach nichts. Da kann ich machen, was ich will. Und dann gibt es Tage, da klappt alles. So, wir gehen jetzt mal in die Richtung. So, das heißt jetzt, Holz kommt weg. Und auch alles weg. Schon wieder Diamanten. Ey, das kann ja nicht sein. Oh oh. Wenn ich bei diesen komischen Minotaurus-Dingern. Da sind meistens die bösen Wölfe drin. Gib mir mal bitte die Quellen. Schauen uns mal schnell deine Hütte hier an. Twilight Forest Skeletten. Genau. Können wir auch gestohlen bleiben. Dann hier der Ortschrank. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich halt jetzt einmal diesen Scheiß Saphir. Ihr merkt es ja, ne? Ich fange ja schon gar nicht mehr an, dass ich mir die Dinger jetzt markiere.
Ich zweifle schon an mir selber, ob ich im Twilight bin. Wie gesagt, das Schlimme ist, ich brauche davon sechs. Insgesamt drei. Und ich habe immer noch keinen. Wird wieder so ein Null-Ding. Weil dann schon keine Lust mehr hat, nach unten zu gehen. Hätte jetzt halt wenigstens gerne einen. Komm, spielen, machen wir einen Gefallen. Lass uns wenigstens einen einzigen bekommen. Dass ich auch behaupten kann, ich habe was gefunden. Das Problem ist halt, ne, wie gesagt, ich bin jetzt da einmal runter. Kann jetzt halt sein. Kann jetzt halt sein, dass das. Aber ich bin fast mittig runter. Eigentlich fast schon nicht mehr sein. Bist jetzt du? Yellow Lemonade. Na, ist klar. Ist langsam nur noch auf Schluchten. Da kann ich nicht hier rein. Geht er da lang? Ich hier schon? Au. Genau, 8 Sekunden Poison. Alter. Schreck, lass nach. Wollte eigentlich keinen Herzkasten kriegen. Oh, nee. Schon wieder braun, immer leid. Ich hab die Nauze voll. Da ist noch mal ein Ohr. Verritt. Also, das muss jetzt wieder so einer sein. Ja. Also ist leider ein Fehler unterlaufen. Sie halten hier leider keine Charts. Die Chartschirme sind woanders. Oder Lied. Oder Le. Tut uns sehr leid. Müssen sich leider einen neuen Twilight Forest basteln. Amber, ich habe gerade das Richtige, ich habe gerade das Richtige gesehen. Ich habe Amber gesehen. Ich bin glücklich. Ich habe meinen ersten. So. Und letzter Vorteil ist jetzt, wir machen mal drei. Also, das ist Tada, Air, Amber, Cinnabar. So. Und wir gehen jetzt mal und sagen, ich möchte Amber haben. Und die sind in allen dreien drin. So, das heißt jetzt, wir machen jetzt hier ein C hin.
Terra, genau. Ein C minus Terra. Infused Stone ist mir jetzt egal. So, haben aber jetzt einen Mega-Vorteil. Wenn ich ihn dabei habe, habe ich nur einen Mega-Vorteil. Ja, ich habe ihn dabei. Das heißt, ich kann mal den Käse da wegpacken. Gehe jetzt in meinen richtigen Rucksack. Habe jetzt meinen Cinnabar. Wie gesagt, wir schauen noch mal nach. Cinnabar ist in Terra, in der Redstone-Vene, aber nicht im Twilight, in Perdizio und in Aqua drin. So. Dann heißt es jetzt für mich, wir machen das Ding auf, hauen den da rein. Und ich kann jetzt mit meiner Wünschelrute rumlaufen. Oben. Das ist ja der Vorteil, wirklich oben. Und mir jetzt dann die Venen von oben anzeigen lassen. Wie man sieht, schaut es dann so aus. So, und jetzt gehen wir mal hier entlang. Und der sagt jetzt hier schon mal nichts. Da kann man jetzt nämlich schön brav entlang stolzieren und gucken, ob von oben was, ob er oben anspringt. Dann heißt es einfach nur, dass das ist ein großes Rumgelaufe. Das werde ich jetzt nämlich dann machen, bis ich alle drei habe. Da brauche ich schon gar nicht mehr entlang gehen. In die Richtung gehe ich mal vorbei. Da habe ich ja Glück und ich habe noch einen. So, auf jeden Fall die ersten zwei Shards haben wir. Heißt für mich, Moment, das hier ist ein Ortschrank. Vielleicht kriegen wir gleich Nummer 2. Aber jetzt werde ich wieder mein Glück kriegen, jetzt werde ich wieder Terra bekommen. Wäre sowas, so ein Standard. Das habe ich ja eigentlich erwartet, ne? dass ich dann einen Schaden schon kriege, aber ich habe nicht erwartet, dass ich gar keine kriege. Oh nein, wir haben die zweiten Schads gefunden. Das heißt, wir haben ab jetzt Perdizio. Hervorragend. Das heißt EC minus Perdizio. Ja. Auch gleich noch eine Runde. Davon. Oh, das heißt, jetzt haben wir Perdizio, wir haben Terra. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch Wasser und Erde. Wir haben jetzt Glück und ich kriege jetzt sozusagen zum Abschluss noch die drei Dinger hin. Geh weg hier. Mag die Hunde nicht. Die Wölfe, die Hunde. Ich hab da irgendwie ein ungutes Gefühl bei den Viechern. Wie gesagt, braucht nur einer Blubberblasen haben. Er raspelt mich so schnell weg, so schnell kann ich gar nicht meine Armbrust ziehen.
Itzioterra. Komm. Gib mir noch den letzten. Aber Glück werde ich jetzt nicht haben. Ab in den bösen Wald. Ja, im Twilight bin ich die ganze Zeit im Wald. Beziehungsweise im Forest. Wie gesagt, ich hätte gerne mal bam 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 bam. Okay, das geht leider nicht so gut hin. Also genau das da. Das ist Wort. Das ist Worte. Wenn ich am besten total unvorsichtig hier rum starb noch, weil ich es kann. Wasser. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Naja, okay, ich brauche von jedem 16, um die Quest zu machen. Und um die Quest zu machen, brauche ich jeweils einen. Eine Diamond Lance. Oh. Das heißt, ich kann. Mach mir jetzt mal. Nee, ich mache mir keinen Platz. Die Steine schmeiße ich mal weg. Die Erde schmeiße ich auch weg. So, das heißt, ich habe jetzt Ignis Aqua. Und das heißt, ich mache mir jetzt hier. Genau. Ein Waypoint. Das ist dann auch C- Aqua. So, das heißt, ich werde jetzt dann mal die Dinger sammeln und dann werden wir in der nächsten Folge hoffentlich jetzt dann schön brav an die Ding rankommen, an dieses schöne Teil da, dass wir dann mit Zaumkraft mal ein bisschen anfangen können, dass wir jetzt endlich das Saumium-Ingot bekommen. Da wollen wir ja hin. Ja, aber die für die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann empfehle ich euch noch weitere Videos von mir, die wo euch YouTube empfiehlt, oder ihr könnt euch die Playliste rauf und runter angucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.